Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Line um sie 2. Der Andi ist auch wieder dabei. Hallo Andi. Die ist nicht neu, die ist eingestaubt. Ja, die ist eingestaubt. Ja, wir haben jetzt eine lange Aufnahmesession. Ich sage einfach mal weiter. Wir fahren heute mal Setra. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, richtig, weil der Julian doof ist. Das liebe Aufnahmeprogrammchen mich nicht mit aufgenommen hat und Andi doppelt. Das war irgendwie, keine Ahnung. Ja, und meine wunderschöne Stimme wolltest du nicht veröffentlichen, deswegen drehen wir jetzt nochmal. Ja, richtig. Wir haben fährst du jetzt mal los? Ja, Entschuldigung, schreib mich nicht so an. Wir haben eine ganze Kette von Aufnahmen. Ja, hier, ich hab Termine. Ne? Was hast du denn heute Abend noch für Termine? Wieso heute Abend? Es ist Tag, guck mal raus. Ja. Ja. Ja, du hast heute Busfahrerschicht, das hast du. Ich will zu meinem Kurschatten. Zu deinem was? Zu meinem Kurschatten. Na ja. Ja, dann dauert noch ein bisschen. Hä? Ja, 10 Minuten. Dann bin ich da, dann bin ich da. Komm jetzt auf, gib Gas, Gas. Wie kommt's eigentlich, dass du Setra fährst? Warum denn nicht? Ist die ja, warum denn doch? Ja, trotzdem, erzähl mal. Guten Tag. Hat da jemand was Guten gesagt Morgen. Wegen dem C2? Da hat jemand was gesagt wegen des scheiß C2. Ist das richtig, ja? Ich, vorbereitet, wie ich halt bin. Guten Morgen. Kurz ein. Ja, ich sehe es. Ich glaub, da stand sowas in der Art wie immer dieser blöde C2. Ja, fahrt doch nicht immer diesen scheiß C2 oder sowas in der Art. Hallo. Ja, du, da muss ich mich selber nochmal verteidigen, lieber User, der das geschrieben hat. Nicht ihr, ja? Nicht ja, ihr. Ich nicht. Er, ja? Danke. Ja, ey. Ich nix C2. Das ich manchmal C2, aber nicht immer. Ich auch nicht immer. Immer halte ich das nicht aus. Stimmt, zweimal im Jahr fährst du einen anderen Bus, wie heute zum Beispiel. Und davor die Woche bin ich ja nicht irgendwie Lias gefahren und so. Auf der Wunsch. Der C2 wurde sich gewünscht. Ja, der wurde sich gewünscht. Dann bin die ich Leute auch nur sich, auf Wunsch gefahren. Die Leute müssen sich mal ein bisschen was anderes wünschen als immer. C2, geht's jetzt bald mal los? Ja, wir haben um 46 haben wir Abfahrt. Die Leute müssen sich von dir mal was richtig Gemeines wünschen. So ein C2 XXL zum Beispiel. Das wäre mal cool bei dir. Das könntest du beim nächsten Mal fahren. Ja? Genau, ich wünsche mir jetzt von dir C2 XXL. Doch, Punkt. Du willst immer C2 fahren. Du fährst jetzt beim nächsten Best Play the Line. Ich will nicht C2 fahren. C2 XXL. Ich will nicht C2 fahren. Schluss finito. Ich will nicht C2 fahren. Das ist mir egal. Du kannst mich fahren. Nee, so egal. Karte ist mir zu eng für ein C2 XXL. Leute, wenn der Julian beim nächsten Let's Play The Line nicht C2 XXL fahren sollte, ja, dann schreibt ihm das bitte in die Kommentare. Ihr wollt unbedingt am nächsten Let's Play The Line C2 XXL sehen, ja. Ja, das kommt dann in 5 bzw. 6 Wochen, weil wir gerade Was hat ein Smart hier zu suchen? Wir produzieren gerade ordentlich vor, wollte ich damit sagen. Ja, wir produzieren 5-wöchig vor, das ist aber egal, die wünschen sich den dann und dann musst du C2 XXL fahren auf der nächsten Map, die wir playen werden. Und liebe Leute, wünscht euch als nächste Map bitte auf alle Fälle, ja? Weil ihr habt ja jetzt Map-Wünsche frei, wenn Alheim rum ist, ja, wir haben ja jetzt nicht mehr so viele Strecken. Universität. Wünscht ihr euch bitte als nächste Map Innsbruck, ja? Ja, natürlich. Weißt du, was du letzte Aufnahme gesagt hast? Jetzt kann ich es ja nochmal sagen, ne? Ja, so Einlinien-Maps, weiß ich nicht, die sind dann, weiß man ja wieder nicht, was man dann als nächstes fahren soll. Das ist egal, weil fährst du dann C2 XXL? Ja, dann fährst du dann auch. Von mir wünschen die Leute sich dann definitiv den Sito. Ja, genau, den hätten sie wohl gerne. Und der Julian soll dann auch den C2 XXL bergauf fahren bei Schnee. Ja, genau. Sonst noch Wünsche. Lieber Andi, du fährst bitte den Sito im Sommer, wenn ganz warm draußen ist und nichts glatt, ja?
Also so Sachen zu lesen, die fände ich richtig genial. Jetzt fahr bitte an. Ach, hier ist das auch noch nicht. Der Julian ist vorhin nämlich falsch gefahren. Da vorne musst du jetzt gleich geradeaus fahren. Ich wollte Schwachsinn. Ach so, hier muss ich geradeaus fahren, okay. Hier ist es auch noch nicht. Ich weiß, es kommt doch jetzt gleich, oder? Sag mir doch. Der Bus schwankt aber ganz schön. Ja, weil du mir gerade erzählt hast, ich sollte geradeaus fahren. Ja, nee, ja. Ja, nee, ja. Nee, ja. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Ja. Nee. Ja, wieso sind wir eigentlich fast mit Alheim durch? Vielleicht sollten wir das mal gerade erklären. Ja, mach doch. Ich fahr gerade. Du fährst gerade. Der Julian fährt, ja. Wäre ich nie drauf gekommen. Ja, ein Pferd heißt Pferd, weiß Pferd, ne? Du hast ja bis jetzt Glück gehabt. Beim letzten Mal hat der Julian einen Unfall gehabt, bis jetzt hat er noch keinen. Noch. Ich muss ja jetzt ein bisschen petzen, die Leute, denen entgeht das ja jetzt alles so, was du da für eine Scheiße fabriziert hast. Das tut mir auch leid. Ja. Mir tut das auch leid. Jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal erzählen. Wir haben noch fünf Parts. Das kannst du alles auswählen. Soll ich jetzt fünf Parts immer dasselbe wieder erzählen? Ja, richtig. Das kann ich machen. Dann schickst du mir nachher die Tonspur und ich lerne die auswendig. Okay. Ja. Machen wir. Geht ganz einfach. Jetzt kommt übrigens gleich die Stelle. Ja. Da vorne ist übrigens wieder meine Lieblingsstelle. Die da wäre? Pappenkoten. Auf dem Pappenkoten. Moment, wir können uns das ja gerade mal angucken. Auf den Pappenkoten, ja. Auf dem Pappenkoten. Aber mit Doppel-T. Ja, warum fahren wir nicht mehr viel Alheim? Aus dem einfachen Grunde, wir haben jetzt beschlossen, man sieht ja doch immer wieder so dieselben Ecken, ne? Und da werden wir wahrscheinlich dann die Nachtlinien weglassen. Weil da auch nicht viel los ist. Hatten wir ja schon mal probiert mit dem Niaz und sind selber dabei fast eingeschlafen. Deswegen wird es jetzt bei Taglinien bleiben und ja, dementsprechend dann sind das nicht mehr so viele und dann wird es jetzt schon bald. Ich weiß nicht, was hattest du ausgerechnet? Ich glaube jetzt noch 4 The Lines, oder? War das? Also nicht. Sowas in dem Trainer wird es dann mit einer neuen Map weitergehen, ja. Und ja, mal gucken, also wünscht euch was, ne? Wünscht ihr was? Gab es ja, glaube ich, mal irgendwann so eine Fernsehsendung für etwas gediegeneres Alter. Und ja, wünscht euch was, schreibt es unten in die Kommentare rein und wir gucken mal, was wir machen können. Genau. Angst nicht irgendwelche Maps sind, wo jetzt nur eine Linie existent ist. Ja, was denn? Nee, da fehlt keine Textur, ich dachte gerade. Hä? Oh, ich hab grün. Ich dachte gerade, da fehlt eine Textur, aber das tut's nicht. Das ist bei Setrabussen immer so. Die fahren so rum. Die fahren ohne Texturen. Was genau machst du da jetzt? Stöp. Hast du. Das haben sie gerade gesehen, oder? Ja, das haben wir alle gesehen. Aber ich habe ihn geknutscht von der Seite. Ich frag mich nur gerade, steht er jetzt in dem Benz drin oder ist er weitergefahren? Ja. Ja, drin. Omsi, du bist so klasse, ja. Was, wieso fährt er da in den... Ich glaube, du fährst mal lieber weiter, du blockierst dahin. Wieso fährt er in den Bus rein und bleibt im Bus stehen? Weil ich den gerammt habe und die Ampel rot geworden ist. Ich habe den Bus gerammt, also eins. Du hast ihn doch erwischt? Ich habe ihn doch erwischt. Das sah aber irgendwie nicht so aus. Das sah aber so aus. Also ich habe den wahrscheinlich mit der Schnauze noch erwischt oder so. Also, das ist jetzt eins, ja? Das ist jetzt eins, ja. Ja, jetzt die Meldungen kommen immer dann, wenn man sie am wenigsten braucht. Nee, das war der Spiegel. Ich habe mit dem Spiegel gerade einen Menschen... Jawohl. Stülp. Warum da konnte der jetzt da nicht drin stehen? Oh, tut er sogar. Kann ich das auch? Da was durchfahren? Nee. Schade. Du kannst es natürlich probieren, Stülp. Das ist der Nächste. Guten Tag. Oh Mann, die, du noch Student? Du bist so viel zu alt, um zu studieren. Jetzt ist es ein Abendkurs, den der hier belegt. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr fahren wir eigentlich? Hallo, morgen. Um 7 Uhr morgens. Das ist ein Abendkurs, den er belegt. Morgens. Er hatte gestern Abend einen Abendkurs und ist dann dabei eingeschnauzt und, eingeschnauzt? Hallo. Eingeschnauzt. Das ist übrigens einschlafen und dabei schnauzen. Eingeschnauzt. Du Blödmann! Ich werd dir. Das passt zu Manni. Das passt zu Manni. Das musst du zugeben. Ja. Manni kann gut schnauzen. Ja, kann er.
Eigentlich wollte ich sagen, eingeschnarrt. Eingeschnauzt? Sie kommen ja auf eingeschnauzt. Eingeschnarrt. Kennst du das eigentlich? Nein. Das kennt er auch wieder nicht. Wieso kennst du all das, was ich immer so sage, nicht? Wieso kommen da Autos von links? Jetzt mal eine andere Frage. Wie willst du an dem Bus vorbei? Boah, das ist easy. Das ist voll easy, ey. Ich glaube, du hast sogar grün gerade. Ich habe sogar grün gerade, das ist gut. Können wir hier ja lungen. Ruckeli, ruckeli. Dann sage ich halt einfach jetzt mal eingebugut, ja? Vielleicht versteht ihr das. Ja, das ist... Du kennst jetzt ernsthaft nicht eingeschnarrt? Wachzentrum. Wo lebst du? In NRW. Ja gut, da reden sie wahrscheinlich anders. War da nicht gerade noch rot? Ich hab grün geworden. Okay, das ist an mir vorbeigegangen. Pass auf, jetzt kommt wieder diese Ecke da vorne. Die erzähl ich dir schon 5 Minuten von. Ja. Genau. Der Andi, der hat nichts anderes als diese Ecke. Ich hatte nur diese Ecke im Kopf die ganze Zeit. Whee! Jetzt fährst du doch wieder falsch. Sag mal, wird schlimmer. Oh, mein ganzes Spaß unterbrochen. Wann hattest du jetzt 2 Unfälle? Nee, das war der eine. Das andere, was die Unfallmeldung war, war die Frau, die ich mit dem Spiegel mitgenommen habe, beziehungsweise... Ach so, ich dachte, das wäre eine Unfallmeldung gewesen. Nee, die sehen nur gleich aus. Übrigens, kannst du dir merken, in OMSI ist alles, was unter 5 km/h Aufprallgeschwindigkeit ist, kein Unfall, außer bei Autos, also bei Menschen aber nicht. Okay. Wenn du Menschen unter 5 km/h anfährst, dann despawnen die einfach. Ja, das merke ich mir jetzt nicht, weil ich merke mir irgendwie nichts. Ne? Ich habe, ernsthaft, ich meine, ich bin jetzt fast, wie alt bin ich? Nein. Ich bin jetzt fast, wie alt war ich noch? Ich bin in knapp 2 Monaten, bin ich ja 34 und ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ja, da kannst du meine Frau fragen, die wird dir das bestätigen. Ich weiß nicht, die erzählt mir was, 5 Minuten später frage ich sie genau das, was sie mir erzählt hat. Wie ist denn das eigentlich? Ja? Ich merke mir das nicht. Nee. Was denn? Das ist bei manchen Menschen so. Ich habe zum Beispiel ein extrem gutes Gedächtnis. Das hatte ich aber früher nie. So vor 2-3 Jahren war das noch nicht. Ich habe auch zum Beispiel, was jetzt das Abi-Lernen angeht, man wiederholt ja. Fürs Abi wiederholt man ja den ganzen Krempel, den man in den ganzen Jahren gemacht, also in den letzten 2 Jahren gemacht hat. So, und ich habe das Phänomen so ab und zu bei manchen Themen. Bitte? Nix. Na? Na? Nix. Nein, na? Nix. Alles gut. Na? Mir ist nur schlecht. Ach so. Da hinten steht ein Eimer irgendwo. Dass ich ab und zu Themen habe, da muss ich nur anfangen zu lesen, da weiß ich wieder, worum es da geht. Natürlich muss man die aufschreiben, damit man es genau weiß. Aber weiß ich wieder in etwa, worum es da geht. Das ist ziemlich hilfreich. Wobei mich gerade eine Frage so ein bisschen beschäftigt. Ja, bitte. Seit wann? Ne? Und jetzt müssen wir wirklich mal ins Detail gehen. Jetzt mal so ein bisschen überlegen. Ja? Das ist mit Sicherheit keine einfache Frage für dich. Seit wann ist das eigentlich so, dass du lesen kannst? Hm? Ja, ich dachte immer, du könntest das noch gar nicht. Psst, ganz still, der Julian denkt gerade nach. Du bist ein Arsch. Wieso? Ja, einfach so. Du hast eben erzählt, du könntest lesen, ja? Ich wollte das einfach mal so ein bisschen kommentieren, ja? Ich meine, wenn du das schon so schön erzählst, das ist übrigens eine Busspur, wenn du das schon so schön erzählst, muss man das ja auch mal kommentiert haben. Hm? Ah. Geradeaus. Aber nicht hinten drauf. Jetzt ist der Julian die Strecke heute Abend schon mal gefahren, ja? Und weiß schon nicht mehr, wo die hingeht. Ich möchte doch wenigstens die Illusion erzeugen, dass die Leute das zum ersten Mal... Die Leute wissen das doch sowieso schon. Insofern ist das ja halb so wild. Du kannst ja... Oder sollen wir erzählen, womit ich fahre? Ja. Der Julian hat ja vorhin, das wisst ihr ja jetzt auch noch nicht... Ach ja, genau, das erzähle ich jetzt mal. Ne? ...hat vorhin gesagt, womit ich fahren soll heute, was mich total erschlagen hat im ersten Moment. Ja, erzähl mal. Sag ich mal? Ja, mach mal. Also,
Du musst mich fragen jetzt. Ja? An die? Ja, du Julian. Du erinnerst dich doch bestimmt noch. Wir müssen das dann auch so gescriptet machen. Andreas, du erinnerst dich doch bestimmt noch an das Video, wo ich mit dem Video? Was ist denn ein Video? Solaris Urbino 12.3 von NGG Projekt gefahren bin. Mit der SB11 in die Richtung, in die du auch gleich fahren wirst. Ist das eine Frage? Hallo. Ja. Nein. Würdest du denn diesen Bus fahren auf dieser besagten Route? Ich hatte so gehofft, er überlegt sich's nochmal. Ja. Hier, ich muss dich vorwarnen, ich kann das Ding wirklich nicht mehr fahren. Das ist bei mir ohne Ende lang her. Ohne Ende lang her? Ohne Ende lang her ist das. Das ist unendlich lang her. Ohne Ende lang her. Führe übrigens ein neues Wort ein. Ohne Ende lang her. Ja, was denn? Ohne Ende lang her. Ohne. Diese. Geh mal in die Außenansicht. Oh, du stehst ein Stückchen weiter hin als beim letzten Mal. Das stimmt, das ist mir bei der Ampel auch schon wieder passiert, ne? Vorhin standest ein Stückchen weiter nach vorne. Da hast du es nicht ganz so. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfekt. Gepackt. Ist doch alles gut. Bist doch richtig. Das ist grüner Witz übrigens nett, ne? Wir haben mindestens 13 Linien. Ja, aber wir sind ja schon ein paar gefahren jetzt. Die NEs, die ziehen wir halt ab. Ja. Aber ich muss aber ehrlich zugeben, bei Alheim fällt es mir extrem schwer, die Übersicht zu bewahren. Auch schon im Auswahlmenü von Fahrplänen. Das sind ein Haufen Zahlen und Linien, da blickt man irgendwie gar nicht mehr so wirklich durch. Hm. Oder? Leider ja. Ich weiß nicht, wie man auf dieses Schema gekommen ist, aber es fällt mir extrem schwer, da irgendwie so noch einen gewissen Strang zu sehen. Oh. Was denn? Ich habe gerade umgeschildert. Das ist schlecht. Ist egal. Warum hast du umgeschildert? Weil ich dachte, ich hätte die Ansage noch nicht gebracht, habe aber nochmal auf. Oh. Keine Sorge, das Schiff hält das schon aus. Die Fischstäbchen drehen sich gerade im Magen und freuen sich. Oh, ne? Dann brauchst du bestimmt frische Luft. So, hörst die Türen wohl, schon mal. Hörst du wohl auf, ihr auf den Hintern zu schauen? Ja, guck mal, das ist ein Vorteil. Der Julian hatte vorhin eine Minute Verspätung, jetzt sind es nur noch 19 Sekunden. Ja, und trotzdem ein Unfall. Also, den Unfall bin ich nicht losgeworden. Nee, ja gut. Ich fand den sogar jetzt noch einen Ticken spektakulärer als den vorhin, wenn ich ehrlich bin. Wobei, ich glaube, mich zu erinnern, es wäre in derselben Ecke gewesen. Also, sie steigt schon ein, das kann mir jetzt aber egal sein. Ja, das ist ja wurscht jetzt. Oder wie ist denn das? Das müsste doch die Ecke gewesen sein. Das war da in der Nähe. Ich glaube, beim letzten Mal war es, als ich da rausgefahren bin, habe ich ja, da ja, wo du rausgefahren bist, wo du diesmal den Sitaro umfahren hast, ja, bist du da um die Ecke rum im ersten Drehversuch und hast irgendwie das Auto, was da an der Ampel stand, mitgezogen. Ja, ich glaube schon, ja. Ja, ne? Ja, ne, wir sind da. Was an ist denn eine Messfahrt? Das wollte ich eigentlich schildern. www.avgalheim. Oh. Cool. Ja. Neue Internet-URL. So, ist egal. Wir sind am Ziel. Andys Part ist oben. Andy, hast du noch irgendwas loszuwerden? Moment. Ich such dir ernsthaft AVG-Alheim. Ich will jetzt wissen, was ich da finde. Fehler, Server nicht gefunden. Ja, sind wieder mal mit ihrer Seite down, ja? Also das ist echt, ne? Furchtbar, ne? Egal, na, ich will hier raus. Ich will jetzt ein bisschen Urbino üben und wir sehen uns dann gleich in Part Nummer 2. Ich freue mich, dass ihr mir zugeschaut habt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder. Hallo, Kanal Takeover, ja? Hier, Andi. Was denn? Falscher Kanal, du bist gleich erst dran. Ist egal. So. Das, was Andi gesagt hat, nein, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr nächstes Mal wieder einschalten. Ich sag tschüss. Andi? Ja? Auch noch tschüss sagen? Nö, ich bin ja gleich wieder da. Ciao, Leute.